Herzlich willkommen zu den IT-Trends. Oh, ich habe gehört, es gibt wieder mehr Hacking-News. Ja, ich habe auch gehört, das basiert auf dem Feedback seiner Community. Guck dir mal seine Haare an, er hat wohl keinen Friseurtermin bekommen. Und damit willkommen zu den Hacking-News, die jetzt wieder ein wenig länger sind, weil ihr mir Feedback gegeben habt, wie schon gesagt. Und zwar zuallererst wollen wir uns um einen DDoS-Angriff in Österreich kümmern, der tatsächlich flächenweit das Internet lahmgelegt hat. Das ist in Zeiten von Corona und Homeoffice leider absolut unpraktisch und mich würde es quasi arbeitslos machen und ich glaube, das ging auch vielen anderen so. Wie das passieren konnte? Nun ja, ein Denial-of-Service-Angriff ist im Endeffekt ein Angriff von sehr vielen Systemen, die einfach nur sehr, sehr viel Traffic schicken an einen Internetprovider in diesem Fall. Und dessen Server war dann überlastet und hat dann nachgegeben und somit konnte niemand mehr mit Internet bedient werden, weil alles für eben diese Bösartigen draufgegangen ist. Das ist durchaus bedenkenswert, gerade wenn man von einer kritischen Infrastruktur ausgeht, was hier definitiv der Fall ist. Internetprovider zählen zu einer ziemlich wichtigen Infrastruktur und sollten eigentlich auch kritisch sein. Das heißt, hier muss man definitiv mehr in solche Abwehrmechanismen machen, wobei es ja durchaus auch schon solche Anbieter wie Cloudflare gibt, die dann eben Traffic waschen und Bots einfach rausfiltern, weil man eben davon ausgeht, dass die nicht relevant sind, was sie ja auch nicht sind. Der zweite Angriff bezieht sich auf Kreditkarten und ist durchaus ein bisschen ausgefeilter als der davor. Und Kreditkarten sind natürlich etwas, was gerne geschützt werden sollte, eigentlich auch wie das Internet an sich, aber ja, so viel dazu. Und zwar, was hier passiert, ist ein sogenannter Card-Brand-Mix-Up-Angriff. Warum braucht man sowas erstmal? Nun, wenn eine Kreditkarte geklaut wird, dann ist die normalerweise nur als Kreditkarte geklaut und eben ohne die PIN dazu. Weil wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur einen Geldbeutel stiehlt, dann ist da halt keine PIN normalerweise an der Kreditkarte dran gepinnt. Ja? Und deswegen, die braucht man ja, wenn man zum Beispiel kontaktlos bezahlen möchte, dann sagt es, hey, bitte gib deine PIN ein und dann muss man die PIN eingeben. So, findige Hacker wollen das natürlich nicht. Die wollen ohne PIN einkaufen können mit fremden Kreditkarten. Und deswegen gibt es diesen sogenannten Card-Brand-Mix-Up-Attack. Der Card-Brand-Mix-Up-Attack funktioniert ungefähr so. Ihr habt erstmal eine Karte und ihr habt ein Android-Handy. Ein Android-Handy kann mittlerweile auch zum kontaktlosen Zahlen genutzt werden, weil die meisten einfach auch NFC bzw. teilweise wird ja sogar Wi-Fi benutzt, unterstützen. Und das bedeutet, ihr könnt die Android-App als sogenanntes Man-in-the-Middle-Tool verwenden. Das bedeutet, die Android-App fängt den kompletten Traffic zwischen der Mastercard und dem Terminal ab und kann dann einfach hier als Mittelmann fungieren. Das bedeutet, jeder Traffic kann von der Android-App verändert werden. Verhindert werden kann das nur, indem man hier zum Beispiel Authentifizierungsmaßnahmen, also kryptografische Maßnahmen, zum Einsatz bringt. Und nun ja, in dem Fall wurde halt, also gerade bei diesem EMV-kontaktlosen Protokoll, was hier verwendet wird, wird halt leider nicht alles authentifiziert, wie man es kryptografisch machen sollte. Das bedeutet, das Android-Handy kann jetzt sagen, hey, hier ist eine Visa-Karte, obwohl es eigentlich eine Mastercard im Anhang sozusagen ist. Und man möchte gerne mit Visa bezahlen. Was dann natürlich das Terminal macht, es leitet die Zahlung mit Visa ein. Sollte klar sein. Aber eben genau dieser AID, der ist halt nicht authentifiziert und kann deswegen einfach so von der App verändert werden. Okay, also was passiert? Naja, das Terminal denkt, Visa kommt. Es kommt aber tatsächlich eine normale Mastercard-Zahlung. Die ist authentifiziert, die kann man nicht verändern. Und das führt dazu, dass der Kernel im Terminal mehr oder weniger kaputt geht. Und das wiederum führt dazu, dass es halt einfach keine PIN-Abfrage macht. Das heißt, die Zahlung geht durch, die PIN-Abfrage bleibt aus und man kann kontaktlos bezahlen, ohne dass man eine PIN braucht. Ist natürlich ziemlich mies und Mastercard hat dagegen auch schon einzelne Maßnahmen eingeleitet, dass jetzt relativ bald eigentlich auch alles gepatcht sein sollte. Das heißt, da sollte nicht mehr viel passieren. Aber wir sehen, richtige Krypto ist schon ziemlich wichtig, auch in solchen Verhältnissen. Kommen wir allerdings zum nächsten Thema und zwar geht es heute um Kia. Kia ist ein Autohersteller und mittlerweile sollte klar sein, die meisten Autohersteller sind eigentlich nicht mehr nur so ein paar Elektronik und mechanische Teile, sondern sehr viel Informatik steckt mittlerweile auch drin. Sollte spätestens eigentlich bei Tesla klar werden oder bei selbstfahrenden Autos. Kia ist einer dieser Hersteller, logischerweise, und es gab, so zumindest der Angreifer, einen Ransomware-Angriff auf Kia. Was das zur Folge hat, war im Endeffekt erstmal ein Ausfall der kompletten Infrastruktur, und das bedeutet, die App war zum Beispiel nicht mehr erreichbar und damit auch der Bordcomputer und damit konnte wahrscheinlich kaum jemand Auto fahren.
Das ist in solchen Zeiten wahrscheinlich für die meisten ein unglaubliches Ärgernis gewesen, weil viele entweder zur Arbeit fahren mussten oder irgendwie anders unterwegs waren, zumindest hieß es so auf Social Media. Allerdings muss man hier sagen, Kia sagt definitiv nicht, dass es ein Ransomware-Angriff war. Das bedeutet, hier stehen sich so zwei Seiten gegenüber. Die einen, die Angreifer behaupten, ey, das ist ein Ransomware, bitte bezahlt die 20 Millionen, die ich von euch fordere. Und der andere sagt, ey, von der Ransomware wissen wir nichts, die verschlüsselt ja eigentlich Daten und unsere Daten sind nicht verschlüsselt. Das war einfach nur ein normales System out, ja. Und hier kommen wir zu einer rechtlichen Frage. Denn auf der einen Seite, wenn das ganze Ding ein Hack war, dann müssen die Kunden rechtlich informiert werden, welche Daten zum Beispiel abhanden gekommen sein könnten. Denn es sind ja immerhin die Daten der Kunden. Auf der anderen Seite haben wir allerdings Kia, die behaupten jetzt, das war kein Hack, sondern einfach nur ein System-Out. Und wenn es das war, dann müssen sie rein gar nichts sagen, weil ja keine Daten abhanden gekommen sind. Hier ist also ein bisschen schwierig, wem man jetzt eigentlich glauben soll. Und im Zweifel würde man wahrscheinlich eher Kia glauben. Aber ich denke, hier könnte auf jeden Fall passieren, dass Kia jetzt eine Untersuchung an Hals bekommt, was natürlich wiederum Ressourcen und Geld kostet, was natürlich dann wieder sehr viel zusätzliche Arbeit ist. Und alles in allem ein solches Schreiben, das einfach öffentlich gemacht wird von den Ransomware-Herstellern, das kann schon einige Auswirkungen haben, wenn man sich das mal so überlegt. Auch gerade was die Reputation von einem Unternehmen angeht. Schwierig. Was meint ihr dazu? Ihr wisst wohin damit. So, und jetzt eine News für alle Python-Entwickler. Und ich weiß, das sind einige von euch, denn ihr kommt ja häufig auch von meinem Hauptkanal. Und zwar Python selbst hat eine Schwachstelle. Nicht irgendein Paket, sondern die Sprache selbst, die Programmiersprache, hat eine Schwachstelle, die zu einem Buffer-Overflow führen kann. Und ihr wisst, was das bedeutet, Remote Code Execution. Das ist sehr, sehr unangenehm, aber in den meisten Fällen wird wahrscheinlich nur ein Denial of Service drin sein, so zumindest einige Experten, die das Ding untersucht haben. Im CVE ist leider noch nichts Genaueres drin. Allerdings bitte ich euch trotzdem natürlich, eure Python-Versionen zu updaten. Und zwar, wenn ihr Python 3 benutzt oder 3.8 benutzt, um genau zu sein, auf 3.8.8. Oder wenn ihr 3.9 benutzt, auf 3.9.2. Das sollten sowieso die beiden Versionen sein, die ihr gerade aktuell verwendet. Tatsächlich wird das Ganze allerdings nur ausgelöst, wenn ihr einen Untrusted Float übernehmt. Also das heißt, jemand gibt bei euch auf der Webseite oder irgendwo in eurer Anwendung einen Float ein und der führt dann zu diesem Buffer Overflow. Das heißt, man hat eigentlich nur mit Floats wirklich das Problem, weil die eben zu dieser Schwachstelle führen. Ich verlinke euch den CVE natürlich unten, da könnt ihr genaueres lesen. So, und damit kommen wir zum Hack der Woche und der geht diese Woche an die Mac-User. Das hier ist für euch. Denn es gibt eine Malware namens Silver Sparrow, zu Deutsch silberner Spatz, die aktuell einige Mac-Rechner infiziert. Und ja, vor allem eigentlich die M1-Prozessoren, also die ganz neuen sozusagen mit dem Apple-eigenen Chip, aber auch welche mit einem Intel-Chip, das heißt, die ein bisschen älter sind. Und aktuell sind es schon über 40.000 infizierte Rechner und vor allem sind diese Rechner in Deutschland, Kanada, Frankreich, UK und USA. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall höchstwahrscheinlich in der Gefahrenzone drin. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das der Hack der Woche? Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Nun, es ist deswegen der Hack der Woche, weil niemand weiß, warum das Ding eigentlich überhaupt existiert. Also man weiß nicht, was diese Malware genau tut. Man weiß mittlerweile, wie sie eigentlich auf euren Rechner kommt. Und zwar normalerweise über irgendwelche Pakete. Und diese Pakete fragen euch dann einfach nur, ey, möchtest du einen Kompatibilitätscheck durchführen? Das führt schon gleich dazu, dass ihr die Malware habt. Ihr müsst nichts installieren, sondern ihr müsst nur diesen Kompatibilitätscheck durchführen. Und das ist scheinbar etwas, was relativ häufig bei euch vorkommt. Problem dahinter ist natürlich, dass hier was ausgenutzt wird und die Malware installiert werden kann. Und ja, das ist nicht angenehm. Ihr könnt überprüfen, ob ihr diese Malware habt, indem ihr hier mal nachguckt, ob dieses Verzeichnis existiert. Und falls ja, seid ihr infiziert und ja, überlegt euch vielleicht, ob ihr einfach mal eine Complete Wipe macht. Natürlich eure Daten bitte sichern, dass ihr, selbst wenn eine Ransomware draus wird oder sowas, dass ihr dann trotzdem sicher seid, okay? Aber ja, es ist trotzdem irgendwie interessant zu wissen, dass da eigentlich nichts aktuell passiert. Man vermutet hinten dran relativ professionelle Angreifer und das liegt vor allem an diesen Dingen. Erstens, man hat rein gar nichts, also diese Malware tut aktuell nichts. Das bedeutet, sie liegt einfach nur da. Aber höchstwahrscheinlich wird irgendwann von außen ein Befehl kommen und das wird dann euren Mac einfach zu einem Bot machen, für ein Botnetz zum Beispiel, eventuell den Mac verschlüsseln oder eben eure Dateien ausspionieren. Aktuell geht man allerdings davon aus, dass es eine Adware werden könnte, das heißt, es ploppt einfach mal random irgendwelche Werbung auf und ja, der Angreifer bekommt dann halt ein bisschen Kohle dafür. Also nichts, was allzu schlimm ist, aber es kann sich natürlich auch ändern.
Auf der anderen Seite vermutet man aber auch deswegen sehr professionelle Angreifer hinten dran, weil tatsächlich hier Serverstrukturen genutzt werden, wie zum Beispiel AWS. Das bedeutet, die Server von dem Angreifer sind bei AWS, also bei Amazon, registriert. Das ist ein unglaublich häufiger Hoster, also quasi der meistgenutzte Hoster überhaupt. Und deswegen kann man diese Malware nicht einfach blockieren. Das heißt, wenn da irgendein Befehl kommt, kann man nicht einfach sagen, wir blockieren alles, was von AWS kommt. Das geht einfach nicht, weil es einfach viel zu viel gibt. So, und damit kommen wir zu dem Brave Browser, heute gefeatured in den Privacy News. Und ja, wir haben eigentlich noch nicht so ausführlich über Brave geredet. Ich will definitiv noch ein separates Video darüber machen. Es geht allerdings heute um ein spezielles Feature. Denn ihr könnt mit dem Brave Browser auch in das Tor-Netzwerk reingehen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Onion-Websites aufrufen und so weiter und so fort. Ihr habt sozusagen einige der Features vom Tor-Browser auch in Brave drin. Kann man zumindest aktivieren. Das ist standardmäßig allerdings aus. Das heißt nicht, dass die beiden Browser dasselbe sind. Tor hat nochmal sehr viele mehr Security-Features als Brave hat, aber es sind zumindest einige gute Security-Features dabei. Problem allerdings jetzt, man hat eine Schwachstelle gefunden, wie der Brave-Browser eben mit den DNS-Requests für Tor umgeht, beziehungsweise generell mit DNS-Requests umgeht. Und zwar erstmal ganz kurz, was macht das Tor-Netzwerk? Das Tor-Netzwerk verschleiert euren Internet-Traffic, also alles, was ihr ins Internet rausblast, indem es mehrere Proxys dazwischen schaltet, sozusagen Teilnehmer aus dem Tor-Netzwerk. Und das heißt, euer Traffic geht nicht von A, also von euch, zum Ziel, sondern es geht von euch zu irgendjemand, zu irgendjemand, zu irgendjemand, zum Ziel. Und dann euch wieder ausfindig zu machen, ist super schwer. Das Problem hintendran bei dem Brave Browser war jetzt, er hat einfach eure Domain-Aufrufe. Also wenn ihr gesagt habt, ich möchte gerne auf youtube.com gehen, dann sind diese Aufrufe von euch trotzdem direkt an euren Domain-Name-Service gegangen. Also irgendjemanden, zum Beispiel auch Google, kann man als Domain-Service einstellen. Ist relativ schnell sogar. Und ja, das heißt natürlich, dass Google weiß, dass ihr auf YouTube zugreifen wollt, weil eure IP ist hier nicht verschleiert, nirgendwo. Theoretisch müsste man hier den DNS-Request von euch über irgendwen zu Google bringen, wenn man zum Beispiel eine Domain aufrufen möchte. Und das wurde hier nicht gemacht. Was allerdings noch viel schlimmer ist, die Onion-Websites, also die, wo man wirklich die richtig, richtig anonym sein wollen, ja, da wo zum Beispiel Darknet-Märkte oder Foren oder sowas, das ist das, ja, die DNS-Requests davon wurden auch direkt an einen DNS-Server weitergeschickt. Das heißt, selbst wenn ihr gesagt habt, hey, ich möchte auf darknetmarketxyz.onion gehen, dann ist dieser Request direkt dahin gegangen. Und der DNS-Server hat dann halt einfach gesagt, ey du, ich kann Onion nicht, das geht nicht. Die kann man nämlich nur im Tor-Netzwerk überhaupt aufrufen. Und DNS-Requests machen da gar keinen Sinn. Das ist das Verrückte daran. Das heißt, es gab sogar einen unnötigen Request an einen DNS-Server, der euch exposed hat, also veröffentlicht hat, wo ihr hin wollt. Und das mit eurer klaren IP-Adresse. Das heißt, super, super gefährlich. Mittlerweile gibt es auch einen Fix, nachdem auf Reddit wirklich eine Diskussion entbrannt ist, sondergleichen, worüber ich auch darauf aufmerksam wurde. Und ja, das ist durchaus sehr, sehr spannend gewesen. Könnt ihr gerne mal nachvollziehen. Wie gesagt, unten verlinke ich sowieso immer alle Quellen. So, stellt euch vor, diese Woche machen wir was ganz Experimentelles. Und zwar, es gibt keinen Fail der Woche. Auch wenn wir gerade eben fast einen hatten. Und es gibt trotzdem einen Win der Woche. Was ist nur los mit mir? Ich weiß es auch nicht. Schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare rein. Und zwar, diese Woche hat vom BSI wieder die digitale Denkwerkstatt stattgefunden. Das hört sich jetzt erstmal sperrig an. Was ist das? Das ist ein Kongress, wo im Endeffekt ungefähr 80 Teilnehmer waren aus allen möglichen Bereichen, die sich mit IT-Security beschäftigen. Das heißt, unter anderem waren da Leute von der TU Berlin, vom KIT, vom Fraunhofer Institut, aber auch von G-Data, vom Chaos Computer Club und so weiter und so fort. Wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und das Spannende daran ist natürlich, ich war auch dabei und kann dort auch tatsächlich mitreden, was super geil war und sehr viel Spaß gemacht hat. Denn dort wurden jetzt tatsächlich einige Projekte beschlossen, welche für mehr IT-Security innerhalb Deutschlands sorgen sollen. Das heißt, solche Sachen wie zum Beispiel Updates für IoT-Geräte verpflichtend zu machen, wurde dort diskutiert, wie man das realisieren könnte. Es wurde diskutiert, wie man mehr Awareness machen kann. Das heißt, das, was ich hier auch auf meinem Kanal gerade mache. Es wurde diskutiert, wie man die Bildung und Informatik mehr in den Lehrplan einbinden kann und so weiter und so fort. Und das möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen. BSI, das habt ihr super gemacht. Das war super gut und es hat sehr viel Spaß auch gemacht. Die Vernetzung war klasse und ich bin gespannt, was aus den ganzen Projekten wird, denn es wurde
wurden jetzt tatsächlich 5 Projekte beschlossen und an denen wird nun gearbeitet und ich werde natürlich auch dabei sein. Und ja, eventuell darf ich da auch drüber berichten, je nachdem, was sich da ergibt. Das werden wir noch sehen, mal gucken. Dementsprechend ein absolut verdienter Win der Woche. So, abschließend wie immer den Bericht der Woche. Und ihr seht, es war diese Woche gar nicht so viel los. Es waren relativ wenig News, aber trotzdem sehr interessant, hoffe ich mal. Und ihr dürft mir natürlich wie immer eure Meinung sagen. Trotzdem, der Bericht der Woche ist etwas sehr Faszinierendes diese Woche. Und zwar wurde eine Petition mehr oder weniger erstellt, dass bitte GTA 5 verboten werden soll. Warum? Weil in Chicago aktuell sehr viele Verbrechen stattfinden, die man so auch in GTA durchführen könnte. Und zwar zum Beispiel einfach Autos klauen, während ein Fahrer oder ein Beifahrer noch drin sitzt. Das kennt man da schon durchaus her. Und man vermutet nun, dass GTA 5, was ja schon öfters in der Kritik stand, die Gewalt oder die Verbrechensrate zu erhöhen, diese Leute inspiriert haben könnte. Denn in Chicago ist es gerade wirklich scheinbar ziemlich schlimm, was das angeht. Ja, was ihr dazu meint, dürft ihr mir wie immer gerne schreiben. Ihr könnt auch die komplette Sache unten lesen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und ich danke euch, dass ihr so lange dabei wart. Bis dann. Ciao.